Ja, Verbraucherschutz durchzieht alle Lebensbereiche. Deshalb ist es wichtig, auch in allen Lebensbereichen Verbraucherinnen und Verbraucher zu stärken und ihnen Entscheidungsmöglichkeiten zu geben. Deshalb ist einerseits natürlich Verbraucherbildung wichtig, aber wir dürfen uns als Politik da auch nicht einen schlanken Fuß machen und alles auf die Verbraucher abschieben, sondern es ist wichtig, dass wir regulierend eingreifen, wo wir Not sehen. Und eine zentrale Aufgabe, glaube ich, ist in den nächsten Monaten, sich mit den digitalen Verbraucherrechten auseinanderzusetzen. Wir sehen das gerade bei dem Datenskandal bei Facebook, wo 50 Millionen Datensätze von Nutzern abgesaugt wurden und kommerziell genutzt wurden und auch manipulativ genutzt wurden. Das heißt, die Politik steht in der Verantwortung, hier die Kundinnen und Kunden, die Nutzerdaten zu schützen und die Nutzer in die Lage zu versetzen, da auch die eigenen Rechte geltend machen zu können. Das heißt also Algorithmen beispielsweise ist die Frage, wie wirken die auf unser tägliches Leben ein in ganz vielen Bereichen. Sie müssen nicht nur transparent sein, es muss auch klar sein, welche Kriterien sind angelegt werden und wenn der Verdacht auf Missbrauch beispielsweise besteht, dass dann auch eingegriffen werden kann. Ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Herausforderung. Das wird nicht einfach sein, weil wir hier mit starken Konzernen zu tun haben, die global agieren.